Heute sind wir im Osten Afrikas, mitten in der Savanne. Hey, wir sind's, die Crab-Brüder. Ich bin Chris. Und ich bin Martin. Die afrikanische Savanne ist voll von Tieren. Von Raubtieren und Beutetieren. Die Raubtiere fressen andere Tiere. Und die Beutetiere werden gefressen, wenn sie sich nicht verteidigen können. Wie die Impalas. Beutetiere. Löwen. Raubtiere. Warzenschweine. Beutetiere. Leoparden. Raubtiere. Termiten. Beutetiere. Hey, seht mal da. Termiten? Das ist ein Termitenhügel. Da drin wohnen die Termiten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Berg, den wir hier sehen, ist wirklich nur die Spitze des Termitennestes. Der größte Teil ist unter der Erde. Da gibt es ein verwirrendes System von Kammern und Gängen. Und Millionen und Abermillionen Termiten. Seht mal. Hier ist ein Raubtier in den Hügel eingedrungen und hat ein paar Termiten ausgegraben. Seht ihr sie? Jetzt kommen noch mehr raus, um nachzusehen, was passiert ist. Termiten sind die Lieblingsbeute von ganz vielen Tieren der Savanne. Von Löffelfüchsen, Erdferkeln, Erdwölfen, Fröschen und vielen anderen. Aber die Termiten haben auch ziemlich coole Verteidigungsstrategien, um sich zu wehren. Hallo, ihr da drinnen! Wow, was für ein Gewimmel! Wie viele mögen wohl in diesem Hügel wohnen? Jetzt passt auf! Das da sind die Soldaten, die mit den riesigen Köpfen und den kräftigen Beißzangen. Sie verteidigen die Kolonie gegen Eindringlinge. Was für ein starker Kerl. Das sind die Arbeiter. Sie haben einen kleineren Kopf. Sie bauen die Burg, sammeln Nahrung und passen auf die Jungen auf. Ich wünschte, wir hätten Termitenpower und könnten den ganzen Hügel kennenlernen. Und die Beziehung zwischen Räubern und Beute, also zwischen Termiten und Zungen. Kommt mit! Ozean oder Wald, die Brüder Crab, sie führen euch und los geht es schon bald. Ihre Freunde warten schon, legt euch auf die Lauer. Wer in Not ist, wird gerettet heute, denn das ist Wild Power. Los geht es jetzt, macht alle mit, go wild. Große Jäger, stolze Krieger. Los geht es jetzt, macht alle mit. Go wild, wild, wild. Go wild. Los geht es jetzt, macht alle mit. Go wild, wild, wild. Go wild, go wild, 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 los! Wuhu! Wuhu! Haha, wir haben schon 6 und es werden immer mehr. Nummer 7 habe ich auch schon im Visier. Der Vilia-Orchideenblüte. Haha, hab dich! Wuhu! Und das ist die Nummer 8, Warzenschweinduft. Akazienfrucht. Ha! Nummer 9. Hä? Chris! Oh-oh. Wow! Warum unterbricht Stella uns immer mitten in gewagten Flugmanövern? Ups, Entschuldigung. Aber solltet ihr nicht Duftproben sammeln, statt Flugkunststücke zu üben? Wir tun beides gleichzeitig und haben 9 neue Düfte. Sogar Warzenschweinduft. Aber sag mal, Stella, hast du denn nicht langsam genug Proben? Nein, noch lange nicht. Naja, inzwischen haben wir schon mehr als 820 verschiedene Essenzen. Unter anderem Gras, Honigdachsduft und Schmetterlingspheromone. Ein guter Anfang, aber ich baue eine Universalduftbestimmungsanlage und dafür brauche ich so viele natürliche Duftproben wie möglich. Bringt mir, was ihr schon habt, dann könnt ihr ausschwärmen und weitersuchen. Wir kommen sofort. Stets zu Dienst, Stella. Angeber. Chloe, kannst du mir helfen, diese Behälter neu zu ordnen? Wir sollten die Grasduftlösung drüben zu den anderen Pflanzen stellen. Brauchst du wirklich so viel von dem Zeug? Ups. Na danke, jetzt riechen wir nach Savannengras. Hey, toll! Grasparfum. Tja, wenigstens riechen wir nicht nach Warzenschwein. Chloe, der Stromstrahl! Ups, habe ich das nicht schon mal gesagt? Ach, an Tagen wie heute geht aber auch echt alles schief. Was ist das? Eine Termite, glaube ich. Irgendwie ganz süß. Hey, halt! Lass mich runter! Oh nein, vergiss es! Erst musst du an mir vorbei!
Hey, das ist nicht fair! Ich glaube, da muss ein Irrtum vorliegen. Wir werden gerade von Termiten entführt, Stella. Ich würde sagen, da liegt auf jeden Fall ein Irrtum vor. Hey, sachte mit den Kieferzangen, Termite. Ich kann Karate. Hi-ja! Oh, Termitenkiefer sind hart und kräftig. Hey, Chloe, die sammeln hier Gras. Ach so, wir riechen nach Gras. Und deshalb halten sie uns für zwei stinknormale Grashalme. Na klar, das ist es also. Aber Termiten fressen Gras. Da ist Jimmy! 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 Denkst du, er hört uns? Seine Musik ist zu laut. Jimmy! Jimmy! Hier unten sind wir! Mit riesigen King Kong-Termiten! Hilfe! Oh ja, neue Düfte sind in the house. Chloe? Stella? Ist hier denn keiner? Wo seid ihr? Hallo, Jimmy! Ja, alles klar? Wow! Entschuldigung, Jimmy. Sie sind verschwunden. Was? Wer? Stella und Chloe? Wie kommst du darauf? Sie sagen immer Bescheid, wenn sie fortgehen, weil ich sonst Angst habe. Seht euch das an. Hier hat jemand etwas verschüttet. Savannengrasduft. Oh. Der ganze Behälter ist umgefallen. Und hat den Verkleinerungsapparat umgeworfen. Dadurch wurde der Schrumpfstrahl ausgelöst und der zielte genau auf die Pfütze da. Fußabdrücke. Von Chloe und Stella. Es kommt noch schlimmer, siehst du? Termitenspuren. Was? Aha. Termiten. Das Rätsel ist gelöst. Was ist gelöst? Verstehst du denn nicht, Jimmy? Sie haben die Grasessenz über ihre Kleider verschüttet. Sind in den Schrumpfstrahl geraten. Und wurden offenbar von Termiten verschleppt. Et voilà. Ja, dachte ich mir. Wie bitte? Wir müssen sie schnell finden. Aber in der afrikanischen Savanne leben Milliarden von Termiten. Das sind mehr als alle anderen Säugetiere zusammen. Ja, und viele Säugetiere fressen Termiten. Oh, Chloe und Stella werden von den Termiten mitten in den Überlebenskampf zwischen Jägern und ihrer Beute verschleppt. Ich hoffe nur, wir finden sie bald. Aber diese Rettungsmission schaffen wir bestimmt nicht ohne White Power. Wir sollten uns trennen. Ich versuche, mich mit Termitenpower in ihre Hügel einzuschleichen und suche dort nach den beiden. Und ich versuche, mit der Power der Termitenjäger so viele Kolonien wie möglich ausfindig zu machen. Und ich drehe gleich durch. Halt! Termiten! Aktiviere Termitenpower! Termiten, jetzt kommt Chris! Wuhu! Hallo Leute, ihr könnt doch sicher einen weiteren Arbeiter gebrauchen, oder? Okay, ihr habt ja recht. Schließlich gibt es schon Millionen von euch. Aber habt ihr zufällig zwei Mädchen gesehen, die ziemlich stark nach Savannengras riechen? Hm? Dann eben nicht. Hat Stella diesem Anzug eine neue Funktion verpasst? Wow! Meine Fühler melden hier jede Menge Termitenpheromone in der Luft. Ah, da ist sie ja. Eine chemische Duftspur, die den Termiten den Weg zurück nach Hause zeigt. Wie die Brotkrumen in Hänsel und Gretel. Alles klar, meine Freunde. Dann folgen wir jetzt der Pheromonstraße bis zu eurem Nest. Und hoffentlich finden wir dort auch Stella und Chloe. Perfekt. Meine Rettungsstrategie lautet, man halte sich an einen der besten, erfolgreichsten Termitenaufspürer der Welt. Führ mich zu ihrem Nest, Erdwolf. Er kann die Termiten kauen hören. Unvorstellbar. Diese Ohren. Oh, ich wünschte, ich könnte auch hören, wie die Termiten Grashalme abschneiden. Jackpot! Vor dem feinen Gehör eines Erdwolfs ist keine Termite sicher. Oh, und dann kommt die Zunge zum Einsatz. Schön breit und klebrig. Sozusagen ein eingebautes Nahrungsaufnahmewerkzeug. Hey, warte mal eine Sekunde, nicht so schnell. Meine Freundinnen könnten dabei sein. Jetzt mach doch mal eine Pause, du Fressmaschine. Ich weiß, wie viele du bei einer Mahlzeit verschlingst. Aber ich kann nicht mithalten. Stella! Chloe! Stella! Chloe! Wenn du welche siehst, die wie kleine Menschen aussehen, friss sie bitte nicht. Abgemacht? Das sind so viele, ich bin überfordert. Sind wir endlich da? Uff, also ehrlich, jetzt reicht's mir aber. Müsst ihr so brutal mit uns umgehen? Chloe, sieh mal!
Was machen Sie denn da? Als wir das Nahrungsnetz der Savanne erforscht haben, habe ich etwas gelesen. Sie bauen auf dem Gras einen besonderen Pilz an, der Zellulose zersetzt und leichter verdaulich macht. Das ist nützlich, denn Zellulose liefert viel Energie. Wow, dann ist das hier eine Art Küche, in der die Nahrung für die ganze Kolonie vorbereitet wird. Igitt, nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich kein Grashalm bin. Das sieht doch ganz hübsch aus. Ja, danke. Okay, wir haben keine Möglichkeit, Hilfe zu holen und keine Ahnung, wo wir sind. So wie ich das sehe, können wir nur eins tun. Pilzhüte basteln? Hm? Nein, wir müssen schnellstens einen Ausgang finden. Aber vorher sollten wir den Grasduft loswerden, damit wir nicht gleich wieder in die Küche zurückgeschleppt werden. Komm mit! Ich kann nur hoffen, dass Chris und Martin uns bereits suchen, denn ich bin keine Termitenspezialistin. Wer weiß, was noch in diesen Gängen lauert? Meine Fühler melden mir ein weiteres Pheromon, aber wo ist es? Das ist ein völlig neues Duftsignal. Was war denn das? Eine Termitenarmee! Soldatentermiten mit riesigen Köpfen und kräftigen Kieferzangen. Dieses Pheromon muss ein Warnstoff sein. Aber wovor? Oh, davor. Die Soldaten setzen ihre Beißwerkzeuge als Waffen ein, um die Kolonie zu verteidigen. Alle für einen und einer für alle! Attacke! Wow! Stella? Chloe? Nein, Martin, ich bin's! Oh, das klang ja, als würde ein Mädchen schreien. Sehr witzig. Hey, Erdwolf, diese Termite darfst du nicht fressen. Das ist mein Bruder und er ist... Ah, da! Was ist das? Ah! Wer schreit hier wie ein Mädchen? Ja, das schmeckt scheußlich, was? Schmeckt nicht mal den hungrigsten Jägern. Sobald er merkt, dass seine Zunge nur eklig schmeckende Soldaten aufschlägt und immer weniger leckere Arbeiter, sucht der Erdwolf das Weite. Die nächste Kolonie ist nicht schwer zu finden. Ja, wir haben es geschafft. Toll gemacht, Jungs. Das stimmt. Erdwölfe sind zwar hervorragende Termitenaufspürer. Doch die Termiten wissen sich zu verteidigen. Sie haben eine Schutztruppe. Oh, ich muss weiter. Meine Artgenossen kehren zu ihrem Nest zurück. Unter der Erde sind sie sicher. Erdwölfe können nämlich nicht buddeln. Ich hole mir Termitenjägerpower, dann kann ich auch weitersuchen. Stella und Chloe sind irgendwo da draußen. Und wir werden nicht ruhen, bis wir die beiden gefunden haben. Mein Trick hat funktioniert. Wenn man das Geräusch einer kauenden Termite nachahmt, lockt man damit einen Löffelfuchs an. Seine Ohren sind wirklich unglaublich. Damit kann er 100-mal besser hören als wir Menschen mit unseren Ohren. Das ist also mein zweiter Termitenjäger. Und wenn er noch ein Stückchen näher kommt, kann ich ihn berühren. Hä? Wo ist er denn plötzlich? Dich kann man wohl nicht täuschen. Du hast meine Selbstgespräche gehört, nicht wahr? Ja, dachte ich mir. Aktiviere Löffelfuchs-Power-Anzug. Haha! Jetzt bin ich einer der besten Termitenjäger und es kann losgehen! Vor mir kann sich keine Termite verstecken. Was war das? Aha! Das war ja wirklich einfach. Hey, Stella, Chloe, hört ihr mich? Nichts. Stella? Chloe? Stella? Chloe? Stella? Chloe? Wow, das Nest der Termitenkolonie. Von außen ist es ziemlich unscheinbar, aber im Inneren lebt und arbeitet ein Millionenvolk. Werfen wir mal einen Blick auf den Lageplan. Da gibt es Gänge, Lagerräume, Kinderstuben für den Termitennachwuchs. Ha! Also nichts wie rein!
Gänge, überall neue Gänge. Aus diesem Labyrinth kommen wir nie wieder heraus. Irgendwie werden wir es schaffen. Hoffentlich. Ich wünschte, ich wäre wieder in der Tortuga in meiner Erfindergarage. Was ist? Ich meine das ernst. Ich weiß, dass die Jungs solche Abenteuer lieben, aber ich erfinde viel lieber coole neue Dinge. Oh. 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 Wieso bist du denn so überrascht? Ich bin gar nicht überrascht. Aber ich dreh gleich durch. Was ist das für ein Ding? Oh, wie eklig. Nicht bewegen, es sieht hungrig aus. Stella hier schmeckt besser als ich. Entschuldigung. Hey, Stella! Chloe! Ich höre Termiten. Ich bin wirklich froh, dass du mich gefunden hast, denn ihr Löffelfüchse habt die Buddelpower, um in diese unterirdischen Nester einzudringen. Ich höre ihre Stimmen. Haltet durch! Hallo Mädels, ich hole euch sofort raus. Und... Jaha! Martin Löffelfuchs, der Retter in der Not. Wie oft willst du mich denn noch finden, Martin? Oh, ich dachte, du wärst die Mädels. Ich dachte, ich hätte Chloe und Stella gefunden. Nein, ich bin's wieder. Und ich fürchte, die Zeit wird knapp. Je länger es dauert, bis wir sie finden, desto länger müssen sie hier überleben, wo zwischen Jägern und Termiten ein erbitterter Kampf tobt. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Bruder. Wie findest du das? Flügel! Bestimmte Termiten können fliegen, um auszuschwärmen und neue Kolonien zu gründen. Ich nutze meine Flügel, um entfernte Verwandte zu besuchen. Sie bauen Hügelnester, in die nicht einmal du eindringen kannst, trotz deiner Fuchspfoten. Dann suche ich die unterirdischen Nester ab. Hey, vielleicht habe ich ja Glück, dich habe ich ja auch gefunden. Ja, zweimal! Oh, du schon wieder. Hallo, Warzenschwein. Da ist es. Das Nest der Makrothermes-Termiten. Hoch und stolz wie eine Festung. Hart wie Beton. Und mit purer Termitenpower hochgezogen. Nicht wahr, Kollegen? Hier wird Sand mit Termitenspeichel gemischt und mühsam aufgeschichtet. Würden wir Menschen etwas bauen, das so viel größer wäre als wir selbst, wäre das Ergebnis 7-mal höher als das zurzeit höchste Gebäude der Welt. Eine weitere tolle Verteidigungsstrategie, die den Termitenfressern das Leben schwer macht. Das ist Stellas Schuh. Aber was? Wieso? Oh nein, wie schrecklich. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Hey, Stella, Chloe! Morgan, hörst du mich? Was gibt's, Chris? Ich glaube, ich habe sie gefunden, aber ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ha? Das darf nicht wahr sein! Das war Chloe. Ich melde mich später. Hilf mir doch endlich! Nein, ich komme zu spät. Zu spät, wofür? Es geht euch gut? Ja, klar. Aber ich hab doch gehört, wie ihr um Hilfe gerufen habt. Ja, hilf mir, die Eier zu zählen. Es müssen mehrere tausend sein. Klar, darf ich vorstellen, die Termitenkönigin. Sie ist die Mutter jeder einzelnen Termite in dieser Kolonie. Keine Sorge, sie tut nichts. Sie ist die Mutter aller Termiten hier? Ja, stellt euch vor, sie legt ungefähr 30.000 Eier und das jeden einzelnen Tag. Ihr ganzes Leben lang. Und das kann durchaus 15 Jahre dauern. Nein, unmöglich. Das wären dann ja 164 Millionen Eier. Millionen! Der Königin verdanken die Termiten ihr Leben und das Überleben ihrer ganzen Kolonie. Und auch die beste Verteidigung gegen Fressfeinde. Die Masse ist mächtiger als der Einzelne. Hey, mein Schuh, danke. Diese Termiten verschleppen alles, was sie finden. Ja, sie schleppen zum Beispiel die Eier in die Brutkammern, wo die Babys schlüpfen. Sie können wirklich Erstaunliches leisten, weil sie alle zusammenarbeiten. Seht euch bloß diese Festung an. Und sie schlagen Fressfeinde in die Flucht. Das nenne ich Teamwork. Hey, dabei fällt mir etwas ein. Martin anrufen. Oh oh, meine Fühler melden ein Pheromon. Eine Warnung. Da versucht jemand, den Hügel aufzubrechen. Morgan, melde dich. Bist du das da oben? Wo da oben? Wo bist du? Ich habe Stella und Chloe gefunden. Wir sind hier unten im Nest in Sicherheit. Da, das nennst du sicher? Aber wir werden angegriffen. Wow, was für eine Wahnsinnszunge. Der Angriff der Monsterzunge. Chris, hörst du mich? Hey. In einem Nesthügel.
Von einer Zunge angegriffen. Wessen Zunge? Von welchem Termitenfresser? Hm? Ist es ein Erdwolf? Nein, diese Zunge ist viel dünner. Ein Löffelfuchs? Nein, viel zu lang für einen Fuchs. Ha? Ein Honigdachs vielleicht? Länger. Und klebriger. Es ist die gefährlichste Zunge von allen. Warte, ich schicke dir die Koordinaten. Oh nein. Chris. Oh, nur das nicht. Nicht gut. Okay, was haben wir? Super lange Zunge und super klebrig. Und Krallen, die mit Buddelpower eine Termitenfestung aufbrechen. Da kommt nur eine Tierart in Frage. Na klar, der Großmeister der Termitenjagd. Das Erdferkel. Ha, aber wo bist du, Erdferkel? Bleibt, wo ihr seid. Wir verteidigen euch mit allen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Das wird dem Eindringling nicht schmecken. Die Masse ist mächtiger als der Einzelne. Jede Termite lebt und opfert sich für den Fortbestand der Kolonie. Ja, toll. Aber ich bin keine Termite. Und ich will nicht von einer riesigen Zunge aufgeschleckt werden. Louis! Tolle Rettungsaktion. Ja, ich danke dir, Stella. Überhaupt kein Problem. Doch ein Problem. Die Zunge hat wieder zugeschlagen. Wie gefällt dir das? Tja, es war nett, euch zu kennen, Leute. Ich hätte nie gedacht, von einem Termitenjäger gefressen zu werden. Nimm das! Fieser Geschmack! Kneifen mit der Zange! Fieser Geschmack! Kneifen mit der Zange! Mach's gut, Chloe! Mach's gut, Stella! Martin! Na, wie findet ihr meine Rettungsaktion? Au! Ah! Du kannst die Termitenwaffen jetzt einstecken, Chris. Igitt! Oh, tut mir ehrlich leid, Bruder. Mann, was für ein Glück. Du bist es ja. Das war eine Rettung in letzter Minute. Unser Freund Schlurfi und seine Mutter wollten gerade zum Mittagessen. Genau genommen haben sie euch zuerst gefunden. Mit ihren großartigen Termitenortungsohren. Und ihrer Termitendetektorschnauze. Und ihren Grabschaufelkrallen. Ach übrigens, lass uns frei! Ich will wieder wie ein normaler Mensch aussehen. Ja, endlich wieder ich selbst. Ihr könnt von mir aus eure Abenteuer genießen, aber ich ziehe es vor, Erfinderin zu bleiben. Ich bin dran! Wenigstens habe ich ein paar Duftproben für unsere Sammlung mitgehen lassen. Termitenpilz und Erdferkelmundgeruch. Es ist wirklich erstaunlich, wie wichtig der Geruchssinn für die meisten Tiere ist. Ja, er hilft den Jägern dabei, ihre Beute zu finden. Andere Tiere nutzen ihn zur Kommunikation miteinander oder bei Gefahr. Ja, Zungen und Termiten liefern sich einen erbitterten Kampf. Das ist eine ernste Sache. Hey, und obwohl sie so viel kleiner sind, haben die Termiten die nötigen Mittel, um sich zu verteidigen und zu überleben. Ja, und die Angreifer, die Erdferkel, die Löffelfüchse und die Erdwölfe besitzen die richtigen Fähigkeiten, um trotzdem Nahrung zu finden und zu überleben. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Fähigkeiten habe, um zu überleben, wenn ihr nicht sofort auf den Knopf drückt. Los! Energie! In der Natur findet man übrigens häufig eine Art Gleichgewicht zwischen den Fähigkeiten des Räubers, die Beute zu fangen, und der Fähigkeit des Beutetieres, sich selbst gegen die Angriffe zu verteidigen. Bei unseren Termiten ist die beste Zeit, sie in Aktion zu sehen, die Nacht. Denn Termiten sind nachtaktiv. Mitten in der Nacht ist in der Termitenkolonie wirklich so richtig was los. Die Arbeiter bauen den Hügel weiter auf, während die Soldaten Wache stehen und sie beschützen. Termiten sind Spitzenbaumeister. Das ist der Gipfel des Termitenhügels und die fleißigen Termiten bauen ihn höher und immer höher. Wenn man genau hinsieht, sieht man solche nassen Flecken. Das sind die Stellen, an denen die Termiten gerade bauen. Dazu mischen sie Termitenspucke mit Sand und Erde. Sie schaffen richtige kleine Termitenziegelsteine und legen sie wie die Maurer einen auf den anderen. Wenn dann die Sonne rauskommt, wird das neue Stück des Baus regelrecht gebrannt und ganz hart. Wie die Mauern einer Burg und der Hügel wird nahezu uneinnehmbar. Hey, seht mal da, eine Spinne. Wow! Es gibt nicht nur große Raubtiere, die sich auf Termiten spezialisiert haben. Diese Spinne wartet auf unvorsichtige Arbeiter. Und da ein Gecko. Die Geckos sind Spezialisten bei der Jagd auf Termiten. Sie schleichen über den ganzen Hügel und dringen sogar in die Tunnel ein. Also wenn sie Hunger haben, fressen sie Termiten. Die armen Termiten, die werden ja wirklich von allen gejagt.
Nicht nur von Erdwölfen und Erdferkeln, sondern auch von kleineren Raubtieren wie Spinnen. Selbst Ameisen greifen Termiten an. Doch obwohl all diese Räuber so viele Termiten fressen, bedeutet das nicht mal einen Kratzer für die Termitenkolonie. Denn es gibt einfach unfassbar viele Termiten. Allein in diesem Hügel und darunter wohnen Millionen und Abermillionen von ihnen. Im Ernst, würde man alle Termiten, die hier um mich herum und unter mir krabbeln, zusammenkleben, das Gebilde wäre größer als ein Elefant. Okay, die Sonne geht auf und die Termiten haben ihre Arbeit für diese Nacht getan. Sie kehren in die Dunkelheit ihrer unterirdischen Welt zurück. Termiten sind unglaublich. Sie werden von so vielen Tieren gejagt und schaffen es dennoch, sich zu verteidigen, ihre Hügel weiterzubauen und als Kolonie zu überleben. Also bis zum nächsten Abenteuer. Wir sehen uns bald wieder.